Das ist die Ein Zuhause für alle Show. Heute für Sie in der Technik Patrick, Ludwig und Amar. Heute zu Gast die Sängerin, Musicaldarstellerin und Schauspielerin Patricia Kain. Und hier ist sie, ihre ganz persönliche Rodelpartie, Jürgen Hellmann. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Und jetzt alle rote Lippen. Amar, jetzt ehrlich? Das gibt's doch nicht. Gott, ich dachte, ich sing noch mal unser Lied vom letzten Mal. Komm. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Jetzt du! Muss das sein? Okay, also jetzt, wirklich jetzt. Wir haben wieder Show. Hallo, es ist kurz vor 8. Es ist 19.58 Uhr und 47 Sekunden. Ja und? Es ist eine Show! Ja, warum machen wir die Show immer um 20 Uhr? Warum machen wir sie nicht um 0 Uhr zum Beispiel? Warum soll ich immer halt früher aufstehen um 20 Uhr? Wann stehst du denn normalerweise auf? Das gibt's doch überhaupt nicht. Das weiß ich nicht, wann ich will. Weißt du wirklich, was mich wirklich nervt? Dass du einfach nur noch egoistisch bist. Jetzt steh auf, zieh dir was an und komm runter in die Show. Alter. Okay, dann zieh dir halt nichts anderes an. Bleib genau so und ab mit dir in die Technik. Mir reicht's nämlich. Ist das dein Ernst? Oh ja. Dieses Mal mache ich das, aber nächstes Mal mache ich nicht mit, Herr Hellmann. Das gibt's doch nicht, wirklich nicht. Also Pandemie hin, Pandemie her, aber man muss sich doch nicht so gehen lassen. Wirklich immer bis kurz vor 8 im Bett rumlungern. Also wirklich, oh, immer diese Araber. Oh, oh, ha, unser Gast, Herr Alzayed, Herr Alzayed, kannst du mal bitte an die Tür gehen, unseren Gast reinlassen? Ah. Wie toll. Hallo, Patricia. Hallo. Hallo. Wie schön, hallo. Schön, dass du da ich bist. Nimm doch mich. Platz. Meine ja, Damen danke. Und Herren, hier ist sie, die großartige, die fantastische, die Musical-Darstellerin, Sängerin, Schauspielerin, Schlagersängerin, ich weiß nicht was alles. Patricia Kain, schön, dass du da danke, bist. Danke, danke, dass ich da sein darf. Ja, wie schön. Ach Gott, so viele Berufe hatte ich noch nie. Echt? Ach, also ich habe noch Podcasterin vergessen. Podcasterin ja. Ist sie auch noch. Also wirklich ganz viele Sachen. Ich habe dir schon mal was hingesteckt, oh, findest du gut? Hingestellt. Find ich richtig gut. Ich trinke ja immer meine Cola aus dem Weinglas und du hast dann vorhin gesagt, für dich wäre das auch ganz gut, wenn du auch ein Weinglas hättest. Unbedingt. Und jetzt habe ich mir Folgendes gemerkt, dass du gesagt hast, Cola Schorle würdest du ganz gern trinken. Ja, ich Wie weiß, kommt das ist, denn? Ja, es ist ein bisschen pervers. Also ich finde es jetzt gar nicht so pervers, aber viele sagen immer, was Cola Schorle, das trinkt man doch nicht. Doch, ich finde das ganz toll, weil Cola ist mir auf Dauer dann doch zu süß. Aber ich trinke so gerne Cola und dann die Mischung, ach, die finde ich super. Die ist perfekt. Oh, vielen Dank. Ja, das ist ja gar nicht schlimm, aber so eine, danke, 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 danke. So, Prost. Auf dich. Prost. Auf Prost. Dich, auf den schönen Abend. Ja, ich freue mich. Ja, ich mich erst. Ach, traumhaft. Also wirklich, oder? So eine wunderbar. Gute Cola. Ja, ach, lang keine so gute Cola mehr getrunken. So ein bisschen Product Placement. Ja, genau. Aber auf alle Fälle hier in den Gläsern von Gaul, also eine wahnsinnig tolle, also tolle Schwestern, die ganz tolle Weine machen. Unbedingt hinfahren nach Sausenheim, Grünstadt, Weine holen. Wirklich fantastisch dort. Mm. Sagt jemand, der keinen Alkohol trinkt, aber... Ich auch nicht, deswegen... Ja, bestimmt, ja, richtig lecker. Auf alle Fälle. Aber dann hast du also auch nicht diese Ausflucht zur Zeit, die zurzeit viele haben. Jetzt so in der Pandemie, da sagen doch viele, ich sauf wie ein Loch. Ja, nee, ist bei mir leider gar nicht, weil ich trinke tatsächlich auch fast gar keinen Alkohol. Und deswegen halte ich mich an die, ich bin halt ständig überzuckert, weil ich jetzt halt die Cola-Sucht jetzt noch mehr wird. Aber ja. Sonst ist es eigentlich, nee, leider nicht der Ausweg. Eher der Ausweg in Zucker, also Cola oder eben auch Süßes oder Kuchen. Die ganzen Sachen eben. Das ist, ja. Naja.
Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich sehr, sehr gut. Und deshalb habe ich... Ja. Also die Sache ist ja in der Zwischenzeit die, also ich versuche schon abends, wenn ich heimkomme, immer so ein bisschen, weißt du, so wie Hausfrauensport. Ich weiß nicht, ob das so heißt, aber ich mache so, Entschuldigung, ich stehe mal kurz auf, ich mache dann, weißt du, ich laufe dann einfach, während ich koche. Weißt du? Sehr, so Sachen mache ich. Sachen kombinieren. Komm mir wahnsinnig dämlich vor dabei. Ja, das sehe ich eigentlich in der Kamera ein bisschen ungalant aus, wenn ich mich nach hinten lehne. Ich weiß nicht. Ich bin mir unsicher, ob ich so da sitzen muss oder ob ich mich auch mal ein bisschen zurücklehne. Also genau deshalb haben wir das Sofa ja auch hingestellt. Weißt du, dass nicht nur ich immer so ein bisschen aussehe wie... Oh, oh. Das war aber... Das war kurpfälzisch lasziv. Genau. So. Siehst du? Ja, aber auf mich... Auf mich hat es gewirkt, Patricia. Ah, das reicht. Ich fand es toll. Sag mal, ich habe ja dann zwischenzeitlich, also als ich jetzt so geguckt habe, was hat denn die Patricia sonst so gemacht und so? Und dann habe ich Folgendes rausgefunden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Man liest ja Presse und so, meine Damen und Herren. Die lügen ja auch oft. Man weiß nie, ob das so korrekt ist. Steht ja auch viel über mich immer drin. Ach Gott, jeden Tag das und dann... Mit 7 Jahren... hättest du einen Karaoke-Wettbewerb gewonnen, und zwar im Urlaub, glaube ich. Stimmt das? Ja, also ich habe mit, ob ich 7 war, weiß ich gar nicht mehr, es kann sein. Du hast bestimmt sehr gut recherchiert, deswegen gehe ich mal davon aus. Das hier ist sehr investigativ. Kannst du Markus Beisel fragen, wir recherchieren wie verrückt. Ja krass, diese Frage habe ich noch nie gestellt bekommen, tatsächlich. Also tatsächlich habe ich im Urlaub mal einen Karaoke-Wettbewerb gewonnen. Und die Geschichte war ein bisschen lustig, weil es gab so eine ganze Liedliste, die ausgelegt wurde. Und diese ganze Bar, da war voll in diesem Hotel. Und da sind viele alte Menschen in diesem Hotel, weil es so ein Wellnesshotel war. Und ich bin dahin, habe gesagt, ich würde gern was singen. Und dann ist dieser Mann, der das gemacht hat, das war ein Alleinunterhalter, der zu meinem Vater hin ist und hat gemeint, ihre Tochter möchte was singen. Kann die das? Und mein Papa so, wenn die sagt, dass die das kann, dann kann die das. So ungefähr lief das ab. Und ich habe aber natürlich auch, ich mit meinen 7 Jahren anscheinend, mich da vorne hingestellt und habe dann tatsächlich den Titel gesungen, ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. So, das war natürlich... War natürlich der Superbrüller. Ja, aber das ist ja großartig. Ja, die Titelauswahl war schon immer einfach weiter. Und hast du da auch so ein bisschen was Gehörnhaftes gehabt? Weil die Trude hat ja auch immer so ein... Weißt du? Ja, ich habe da tatsächlich dann auch so das reingemacht, weil ich, was ich immer gehört habe und mir angehört habe oder so. Das heißt, du hast daheim Trude hergehört? Ich habe schon immer alten Schlager gehört, tatsächlich. Gibt's ja nicht. Ich bin sehr affin, was alter Schlager angeht. Ich kann auch jeden alten Schlager, also das will ich jetzt nicht, das ist übertrieben, aber sehr, sehr viele alte Schlager. Ja, aber liegt es an Mama, Papa, Oma, Opa oder ist es so, du hast irgendwann mal gedacht, es ist mir egal, was ihr hört, ich höre Schlager. Also ich bin durch meine Großeltern ein bisschen geprägt, weil ich war bei denen oft am Wochenende auch und so, wir haben immer viel diese Schlagersendungen am Wochenende geguckt und ich ertappe mich auch heute noch, dass ich so Sachen gucke, weil ich das gerne gucke. Oh. Und diese alten Schlager, ich weiß nicht, die haben mich schon immer irgendwie fasziniert, ich fand die schon immer gut, aber so viel gehört zu Hause haben wir die nicht. Eher so die Affinität zu ABBA habe ich von zu Hause ein bisschen mitbekommen, das haben wir viel zu Hause gehört, aber so den Schlager, tatsächlich weiß ich es gar nicht, ich glaube über meine Großeltern. Ich glaube, das war... So. Siehst du, weil ich habe mich noch gefragt, wenn ich mir so angeguckt habe, Presseerzeugnisse wieder, weißt du? Oh ja. Hier ist knallharte Recherche. Ein bisschen Angst, was dann noch so kommt. Verstehst du? Nein, aber wenn man dann so sagt, okay, hier ist, hast du damals einer lokalen Zeitung anscheinend mit 18 Jahren, vorgestern muss das gewesen sein, meine Damen und Herren, ein Interview gegeben und hast darüber gesprochen anscheinend, dass du jetzt eben auf die Musicalschule gehst. Richtig. Ja? Und das heißt, du warst auf der einen Seite Schlager getrieben, aber du wolltest irgendwie groß auf die Bühne und singen, spielen, Cha-Cha-Cha. Wie ist das denn richtig, passiert? Das ist die Bezeichnung, singen, spielen, Cha-Cha-Cha. Ja, tatsächlich war ich da war ich auch noch klein, mit 7 oder 8 war ich zum ersten Mal Musical in Hamburg. Und war damals total verzaubert. König der Löwen war mein erstes Musical. Oh. Und das fand ich wunderschön, aber mich hat es so richtig gepackt bei Mamma Mia tatsächlich. Weil natürlich die Liebe zu ABBA und eben Musical, so, das war eben vereint in diesem Stück. Und
da bin ich auf die Idee gekommen, Musicals toll. Und irgendwann später kommt ja dann mal der Wunsch, so ich sag mal in der Abi-Zeit oder so ein bisschen in der Oberstufenzeit, was werde ich denn? Weil mein Plan war immer, ich will auf die Bühne. Ja. So, jetzt ist jetzt aber der Berufswunsch, ich will auf die Bühne, jetzt kein anerkannter so Berufsbezeichnung, keine andere Berufsbezeichnung. Und dann habe ich überlegt, was kann ich denn machen? Dann habe ich überlegt, ich Sängerin war eh schon klar, aber Schauspielerei reizt mich eben auch. Und ich wollte am Anfang auf die Popakademie nach Mannheim. Okay. Genau, und dann hat mir aber diese Schauspielerei gefehlt, habe ich gemerkt. Ja. Und ich war da auch schon mal zum Workshop und es hat mir auch Spaß gemacht, aber ich war nicht so ganz glücklich. Ja. Und dann habe ich überlegt, ach, Musical ist ja, stimmt, habe ich ja eh eine Affinität zu. Und dann kam das Musical irgendwie so. Und dann hast du auch daheim quasi, wann warst du denn in König der Löwen, weißt du das noch? Da war ich, glaube ich, 8. Also das war vor siehst du auch gerade erst eine Weile her, als du kurz nachdem du den Truderherr-Wettbewerb gewonnen hattest, so, dann quasi. Ja, eigentlich. Und dann hast du da bei dir daheim gestanden und hast all die Lieder nachgesungen. Dann habe ich all die Lieder nachgesungen. Also seitdem habe ich dann auch wirklich Musical-CDs gehört, rauf und runter. Und meine Eltern genervt und auch auf Autofahrten in den Urlaub musste das rauf und runter gespielt werden. Und ich habe natürlich auch immer mitgesungen. Das heißt, meine Eltern hatten richtig schöne Fahrten nach Italien, wo ich 8 Stunden lang durchgesungen habe. Wie toll. Aber das ist ja auch super. Dann singt das Kind von hinten die ganze Zeit Don't cry for me, Argentina. Ungefähr und die Mama, bitte, ungefähr wir haben noch so weit zu fahren. Aber auch mit Pathos, stellte ich mir vor. Nur mit Pathos, natürlich. Und das war ja Entschuldigung, Mama und Papa, es tut mir heute noch leid, dass ich euch die Autofahrten wirklich zur Hölle gemacht habe, tatsächlich. Und was gibt es so ein Lieblingsmusical? Ich komme ja noch, weißt du, ich komme ja noch so aus dieser Zeit, wo man so Willkommen, Bienvenue, Welcome und so, weißt du? 1913 war das. Ja, damals in meiner Jugend, meine Damen und Herren, als die wirklich guten Musicals geschrieben wurden. Und was bei dir so? Du sagst jetzt bestimmt so Namen, die ich noch nie gehört habe. Nee, tatsächlich Mamma Mia. Also das ist so das Musical, das habe ich auch tatsächlich 6-mal gesehen, also in jeder Stadt in Deutschland und auch in London. Und neben Mamma Mia, was mein absolutes Lieblingsstück an sich noch ist, ist Company, falls ihr das was sagt. Nicht im geringsten, meine Damen und Herren. Nein, natürlich nicht. Company klingt auf alle Fälle so, als wäre es ein Musical, was wir dringend alle mal angucken sollen. Um was geht's grob? Um eine Company, denke ich jetzt mal. Ja, Company, da geht es um einen Hauptdarsteller, den Bobby. Der ganz viele Freunde um sich rum hat. Und dieses Stück erzählt quasi die Geschichte von Bobby, dass er eine Frau sucht. Er will endlich heiraten. Und er besucht alle seine Freunde nacheinander. Das sind immer Pärchen. Also alle seine Freunde sind quasi verheiratet. Ja. Und da erzählt jedes Paar quasi seine Geschichte und die Geschichte von Bobby. Und es ist so grandios lustig, dieses Stück. Okay. Ja. Meine Damen und Herren, Company, falls Sie es irgendwann mal in Ihrer Gegend sehen können, auf irgendeine Art und Weise, schauen Sie es an. Ganz große Empfehlung hier von Patricia Kain. Und ich denke jetzt schon mal einen Moment, wo wir direkt anfangen sollten und das erste Spiel spielen. Denn, liebe Patricia, wir spielen hier auch immer mal Spielchen. Da freue ich mich. Und ich liebe Spiele. Jetzt kommt der Moment, wo uns der tolle Patrick natürlich unser erstes Spiel erklären wird. Meine Damen und Herren, wir gucken mal rüber zu Patrick und fragen dich, hey, was ist das erste Spiel? Danke, Jürgen. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Das erste Spiel wird sein Charade. Aber mit dem Zusatz heute extra für die Patricia mit Musical-Titeln. Ich bin gespannt, ob das was wird. Okay, vielen Dank, Patrick. Dann würde ich sagen, es geht direkt los. Unser erstes Spiel also Charade. Patricia, bist du so ein Charade-Fan oder eher so, weiß ich nicht? Ich liebe das tatsächlich, aber ich habe trotzdem ein bisschen Angst, weil manchmal sind ja Sachen drauf, wo man denkt, was? Geht überhaupt gar nicht. Verstehe ich ganz genau. Bei mir war es auch immer so, als Schauspieler haben die Leute gesagt, du musst das doch können. Und ich bin original eine Null meistens da drin. Ehrlich gesagt, vollkommen unter der Sau. Aber das ist am schönsten, weil man dann denkt, was? So ist es. Ich lege das mal da hin und dann ziehe ich eins. Danach darfst du dann eins ziehen. Und ich versuche hier mal einfach, das Tolle ist, dass ich ja auch oft gar nicht weiß, was da inhaltlich passiert in so Stücken. Schön. Oh, kennst du das? Ah, nee, du ja nicht. Doch. Komm, du warst Musical-Schule, du bist total hier so durchtrainiert und so. Merkst du das jetzt ernsthaft? Merkst du das auch so ein bisschen zumindest, sowas, was wir alle merken? Natürlich, auf jeden Fall. Ich merke ganz viel. Ganz, ganz viel, wirklich. Wirklich. Ich sage ja immer, ich bin eine alte Frau in einem jungen Körper. Okay, warte, da habe ich noch eine Frage. Also es ist nicht so, ich überlege gerade, wer das immer war, habe ihren Namen vergessen. Irgendeine, die gesagt hat, morgens steht sie auf, geht aus dem Bett, fällt in den Spagat und trinkt Wodka. So, aber jetzt vergiss mal den Wodka, aber es ist nicht so, dass du morgens dann in den Spagat fällst oder so. Auf
gar keinen Fall. Nein, ich rolle mich seitlich raus, damit ich mich bloß nicht zu arg aufsetzen muss. Ja. Und dann versuche ich ganz langsam, mich hochzuwuchten. Es hat nichts damit zu tun, dass ich in irgendeiner Form Musical-Darstellerin bin. Man denkt immer, die springen morgens aus dem Bett, ne? Unbedingt. Nein, auf gar keinen Fall. Wirklich? Nein. Das ist ja auch das, was ich wirklich, wo ich dann so denke, bevor ich so viel Respekt habe, ist ja sowohl das, ich setze mich gleich wieder, aber nee. Ich kann auch nicht mal so lange stehen, weißt du. Aber die Sache ist halt, bevor ich so viel Respekt habe, ist halt irgendwie, dass ich so denke, die spielen so wahnsinnig häufig dann, ja, bei diesen großen Shows. Ja, das stimmt. Und dann dieses Gehoppele noch, während man singt und macht und das so. Das stimmt allerdings. Lieber Gott, das auch noch, weißt du. Ich leg das mal kurz weg. Ja. So gespannt. Das gehört noch nett dazu. Ja, ach so. Ich glaube, die wird recht einfach. Also okay. Für mich, mir fällt nicht mehr ein, außer dem okay. Wahrscheinlich. Oh. Starlight Express. Ich habe noch gar nicht richtig losgelegt. Ich wollte noch ein paar Kurven fahren. Oh, es tut mir leid. Und ich werde das nächste Mal warten, definitiv. Und ich habe gerade überlegt, ich erinnere an gar nichts. Ich weiß gar nicht, um was es geht. Ich sage, Nullinger, außer halt, dass die da auf Rollschuhen durch die Gegend geht auch im Endeffekt rollen. Und war aus diesem Ding eigentlich das Lied There's a Light at the End of the Tunnel? Ja. Immerhin. Es gibt ein Licht ganz am Ende des Tunnels. Man muss auch immer so singen. Das Man war muss geil. Es immer mit dem Akzent singen. Sonst ist es nicht richtig Starlight Express. Ja. Das ist, weil alle CDs, die man von Starlight Express kennt, haben immer alle einen Akzent. Weil Mach es ist ja bitte. Nie dort. Es gibt ein Licht ganz am Ende des Tunnels. Geht nicht anders. Ja, Starlight Express geht nicht anders. Auch diesen Akzent, ich liebe das ja. Ich ja, das ganz natürlich, großartig. Ist toll. Früher, als ich mal noch so Statist im Nationaltheater war, das war auch immer lustig, wenn dann so irgendwelche Japaner halt irgendeine französische Oper auf Französisch gesungen haben. Es klang einfach ganz schlimm. Aber ja, es ist, man hat großen Spaß drin. Ja, total. Patricia, bitte. Ich darf. Oh, jetzt bin ich... Und das Tolle ist, ich kenne... Da steht nichts drauf. Doch, da steht was drauf. Ja, und die Sache ist halt auch, ich kenne halt wirklich nur die okay. Falls ihr irgendwann mal denkt, das sind recht einfache Musicals, dann liegt es daran, ich kenne überhaupt gar nicht Musicals, sondern nur wenige. Okay, pass auf. Pass auf, ich mach das jetzt. Darf mal hier ein bisschen? Cats. hat's geknackt? Ist nämlich? Komm, stimm hier hoch. Ganz elegant. Ganz aber elegant. Das ist ja auch, mein Arzt hat immer gesagt, ich muss dann gucken, dass ich zuerst mit... Richtig. Und dann, weißt und dann erst, und nicht so. Ja, und so, eben. Und dann aber das geht kaputt. Ja auf die Beine, wenn man so. Man ah, soll auch ja nicht auch nichts, also wenn man was hebt, soll man ja auch sowas heben. Ja. Wo ich immer denke, ja. Wenn ich einen Wasserkasten trage, wo soll ich denn die Kraft aus dem. Naja, ist gut. Das wird zu weit. Ich weiß es auch nicht, aber es sieht auch immer lustig aus, muss ich sagen. Total, auf jeden Fall. Moonlight halt. Da wird Moonlight gesungen in Cats, gell? Memory. Mondlicht. Genau, nee, Memory heißt das. Das Lied heißt gar nicht Moonlight. Das heißt, aber Mondlicht heißt auf Deutsch. Mondlicht, schau hinauf in das Mondlicht. Ja. Aber auf Englisch, Memory. Das heißt ganz was anderes. Geht um was ganz was anderes. Ist ganz anders. Das ist wie hier bei La Vie en Rose, weißt du? Und da singt die Frau im Französischen so auf Deutsch: Schau mich bitte nicht so an. Denk, was ist das für Übersetzung? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nichts. Aber gut. Oh, ich habe zwei. Du kannst doch zwei in einem. Das Schöne ist, dass ich kann das eh nicht lesen. Ja. Ach so. Ach du Gott. Ich freue mich. Mhm. Spannend. Also was? Okay, ein Standbild, alles klar, habe ich verstanden. Ich weiß es. Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Aber mach mal weiter, ich weiß es. Soll ich sagen? Ja, sag mal. Ich? Mach mal. Ja, genau. Ich? Mal weiter. War noch niemals in New York. Klasse. Ach, genau. Das liebe ich ja auch, das Stück. Ach. Das liebe ich auch, habe ich zweimal gesehen. Großartiges Stück. Jetzt sag ich dir mal, mein Vorurteil bei so Sachen ist ja, und das ist ja, das trifft ja auch dein Lieblingsmusical dann quasi, bei so Sachen, wo man so sagt, wir nehmen einfach die Lieder von und machen daraus was, denke ich, jo, Allah, die wollen halt auch ein Musical machen. Aber
Du sagst, es lohnt sich auf alle Fälle angucken. Also bei den Songs, wenn man die Songs nimmt und eine Geschichte drumherum baut, funktioniert es meistens. Also bei Mama Mia hat es funktioniert und bei Ich war noch niemals in New York hat es auch sehr gut funktioniert. Ich finde, wenn man einen Film auf die Bühne bringt, wie Rocky oder so Sachen, das finde ich schwierig. Ich finde nicht, dass das funktioniert. Also für mich persönlich. Es gibt Rocky das Musical. Ja, das habe ich auch, glaube ich, zweimal gesehen. Rocky. Und das ist halt Show, ne? Es ist halt einfach nur Show. Ja, und die boxen dann da. Die boxen dann da, ja. Und singen dabei. Ja, und singen, ja. So kann man sich's vorstellen. Ist ein bisschen geil, ehrlich gesagt. Ja, aber es ist, also ich finde, wie gesagt, einen Film zu adaptieren auf eine Bühne, schwierig. Schwierig, nicht so gut. So, jetzt du wieder hier. Rocky das Musical, meine Damen und Herren. Ich bin überrascht. Ach, du Liebe. Okay. Rocky das Musical. Wenn ich es nicht kenne, ich sag gleich, es tut mir leid. Okay. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich das... Ja, das geht mir auch oft so. Weil das ist... Ja, speziell. Das ist speziell, tatsächlich. Wie kriege ich... ich könnte... Ja. Okay, pass auf. Ja. Also Vorspiel war geil, ehrlich gesagt. Jetzt, ich habe 1000 Dinge im Kopf. Meine Damen und Herren, falls Sie denken, was ist hier los? Frau Kain, geht's gut? Ich sag mal kurz. Also was ich glaube gesehen zu haben ist, es gibt Menschen, die essen was und werfen das. Oder die werfen Dinge. Ja, die werfen Dinge. Jetzt die Sache gehört jetzt zum Stück. Ich habe gerade. Warte, hier, Dings. Ist das ein Musical? Ich bin ja auch kein Fachmann, gell, für so viele Sachen. Ist die Rocky Horror Picture? It's just a jump to the left. And then a step to the right. Ja. Oh, das können wir mal tanzen. Ach du lieber Gott. Komm, das bringe ich jetzt mal bei. Ja. Also, it's just a jump to the left. Ach Gott, jetzt fertig. And then a step to the right. Warte mal, muss ich jetzt mit dem Arm, während ich ich bin ja Katastrophe bei mir. Warte mal kurz, Patrick und Ludwig, können wir hier so stehen oder sagt er, ist egal, wir sehen euch eh nicht. Ah gut, danke. Also it's just a jump to the left. Mhm. And then a step to the right. Put your hands on your hips. And bring your knees in tight, but it's a pelvic thrust. Nach vorne und hinten, and really tries to get an Achtung, Kreise, sein. Und jetzt weiß ich es nicht. Doch, das ist... Ah, ist egal. Let's do the time warp again. Ah ja, das ist gut, das ist sehr gut. Let's do the time warp again. So, und da geht es immer so weiter. Sie immer jump to the left und dann right und dann... Dankeschön. Gern. Also auch für euch daheim mal so als Tipp. Klasse. Falls ihr denkt, ich lieg doch die ganze Zeit Corona-mäßig nur rum. Einfach mal so einen Musical-Hit auflegen und mit Dance. Weißt du, was ich da jetzt schon wieder gemerkt habe? Was denn? Der Rücken? Wenn ich da... Aber wenn ich da jetzt nicht noch hätte noch singen müssen. Vergiss es. Also wäre schon, aber es wäre... Ja. Deswegen, meine Theorie ist ja immer, deswegen ist das Ensemble in einem Musical immer so groß, weil die Tänzer, die da tanzen, haben immer so, sind immer 20 Mann meistens auf der Bühne und da singt wahrscheinlich nur die Hälfte. Deswegen sind es so viele. Ach so. Ja, das kann gut sein. Ja, gut. Also, sollen wir noch eins oder sollen wir mal aufhören langsam? Sonst spielen wir die ganze Zeit und dann... Du, das ist deine Show. Ja, ich weiß auch nicht. Du musst mir sagen. Wenn ich es nicht mehr kenne... Gott. Ja, ich würde gerne noch eins raten. Weißt du, was das Schlimme ist? Das Schlimme ist halt immer, dass ich so denke, jeder kennt das wahrscheinlich, jeder wüsste genau, was da passiert. Und ich weiß da halt genau viel. Ich bin gespannt. Oh! Ich weiß es. Was denn? The Phantom of the Opera. Echt, glaubst du? Ja, ich weiß nicht. Es hat mich so ein kleines Detail verraten, vielleicht, aber ich weiß nicht so genau. Ganz ehrlich, ich weiß überhaupt nicht, um was es geht, außer dass da wahrscheinlich irgendein Phantom in der Oper ist irgendwie oder ja, so. Ja, das spielt halt immer Klavier und die Christine und dann verlieben die sich und dann fällt die Kronleuchter und fällt nicht mehr, ist auch ein Lektor. Kronleuchter, davon habe ich oft gehört. Kronleuchter wäre wichtig. Ja, weil der ist ja in der Mitte des Saals das und dann aussehen. Fällt der runter. Ja. Willst du noch Anna? Dann machen wir aber Schluss. Ja, dann machen wir Schluss. Die Leute haben auch nicht ewig Geduld, trotz Corona.
Puh. Aha. Okay. Eigentlich. Aha, it's easy. Ich eigentlich mal auf die Knie. Ich bin auch gerade überrascht. Ich habe gerade gehört, es gibt so viele Musicals mit auf die Knie. Das war der König der Löwen. Ich habe nur kurz überlegt, ich habe gedacht, mach das also noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Und heb's Kind hoch, heb's Kind hoch. Genau, so. Stimmt. Dass man halt auch sagen kann, Menschenskind, ja, großartig. Ja, toll. Tolles Spiel. Vielen herzlichen Dank. Es ist auch toll, dass du dich so körpereinsatzmäßig da dabei bist. Das ist wirklich eine Buch. Und sag mal, jetzt, wir hatten es vorhin schon, wir sind da schon so hingeleitet worden quasi. Oder nee, ich frage mal andersrum. Ich las dann auch noch damals die, damals vor ein paar Jahren, Minute her, die 18-jährige Patricia sagte da anscheinend dem Bergsträßer Anzeiger oder wie der auch immer heißt, sagte sie halt, pass Obacht, ich gehe jetzt auf eine Musicalschule und zwar, da war die Helene Fischer. Richtig. Jetzt frage ich dich, war das so, dass du gedacht hast, da war die Helene Fischer, die hat jetzt eine riesige Karriere, da gehe ich auch hin. Also bist du einfach so eine, die daheim sitzt und sagt, ich habe einen Plan, Freunde, und den ziehe ich jetzt durch. Investigativ ist hier. Ja, ich merke schon. Tatsächlich, nee, so war es nicht. Also ja, doch, klar, ich meine so. Also es war tatsächlich so, dass ich wurde irgendwann so ein kleiner Helene Fischer-Fan. Ich fand die ganz toll, weil ich Schlager war ich ja eh schon immer affin. Und Helene Fischer, ich meine, wo Helene Fischer ist, der Schlager nicht weit. Oder andersrum. Mhm. Und dann hab ich gelesen, weil ich habe mich ja mit Musicalschulen befasst und wusste, dass ich irgendwo in der Region, aber irgendwo bleiben oder irgendwo sein möchte, wo ich in Weinheim weiter wohnen kann. Und deswegen bin ich auf Frankfurt gestoßen, habe da auch gelesen, ach Gott, da war die Helene Fischer, so bin ich da drauf gekommen und dachte, da gehe ich mal hin und gucke mir das mal an. Und tatsächlich hat mich dann aber die Schule an sich überzeugt, weil ich bin jemand, der muss sich echt wohlfühlen irgendwo. Und wenn ich gemerkt hätte, dass die Schule irgendwie, da fühle ich mich nicht wohl, dann gehe ich da rückwärts schnell wieder raus. Okay. Ja. Und ist es so, dass die dann auch dort immer sagen, wir sind die Schule, die übrigens Helene Fischer ausgebildet hat? Ja. Und wenn man irgendwie sagt, ich fand aber den Unterricht gestern nicht so, sagt er, ja, aber Helene Fischer. Also ist das so? Nee, tatsächlich gar nicht. Und das Ding ist halt, dass Helene wurde bei uns zwar ausgebildet, aber auch ganz viele andere, die man kennt, also heute, die im Showgeschäft sind. Und Helene ist halt immer so der, klar, das ist jemand anders, der seit Jahren in der Serie zum Beispiel spielt, der eigentlich auch bekannt ist. Die gewinnt dann halt nicht so ganz an Bedeutung, leider Gottes. Jetzt mal, aber hat die Helene das da auch von dieser Schule? Ich sag jetzt auch Helene, die Helene und die ich. Helene. So. Dickes in mir. Also jetzt, also ich vor allem. Und auf alle Fälle, jetzt ist es so, dass machen die dann in der Schule da auch diese Sachen? Die Frau Fischer, die lässt sich ja da immer von der Deckfalle und Zeugs und macht Artistik und so. Habt ihr sowas auch gemacht? Nee. Das ist ihr Privatspaß? Das ist ihr Privatspaß tatsächlich. Ja. Also das haben wir nicht gehabt. Also wir hatten zwar wirklich sehr, sehr, sehr viel. Also ich hatte wirklich, es war eine tolle Zeit an der Musicalschule. Ich habe so viel gelernt. Aber so akrobatisch haben wir tatsächlich nicht so viel gemacht. Was mir aber zugute kam, weil das ist nicht so meins. Mhm. Also das so von der Bühne sich hängen lassen, das würde ich, nee, das, ach nee, nee. Ich habe auch Höhenangst. Ist gar nicht so mein Ding. Das brauche ich, nee. Ah, ja. Nee. Was im Nachhinein fand ich halt dann interessant. Weißt du, wenn ich dann so lese, die ist auf die Musical-Schule gegangen und Obacht, meine Damen und Herren, halten Sie sich zu Hause fest, jetzt macht die seit einiger Zeit Schlager. Dann habe ich gedacht, das ist doch, die hat sich doch angeguckt, was bei der End und macht das jetzt auch so. Ja, stimmt, stimmt. Ist Marcel was noch überführt, kommt. Überführt. Das ist, nee, also das mit dem Schlager, wie gesagt, die Affinität ist ja schon immer da. Deswegen kam das irgendwie so mit dem Schlager, also gar nicht über die Schule, sondern einfach so aus mir heraus. Aber ich sag mal, das Schlagerprojekt ist ja. Ist da, das ist gar keine Frage, aber hauptsächlich mache ich ja Theater aktuell noch. Also wo sich das hinentwickelt, weiß keiner. Aber genau, deswegen, aber die Schlagerliebe war halt da und deswegen habe ich gedacht, das Naheliegendste ist, ein bisschen Schlager mal zu machen. Und jetzt, meine Damen und Herren, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir spielen das nächste Spiel, das etwas mit Schlager zu tun hat, aber wahnsinnig schwierig ist und ich überhaupt keine Ahnung habe, ob das irgendjemand lösen kann. Oder aber wir gucken uns einen Einspieler an, und zwar über das Schlagerprojekt von Patricia. Beides ist an dieser Stelle möglich. Schauen Sie mal, was jetzt kommt. Beim zweiten Spiel, Patricia und Jürgen,
werden Schlager erraten. Aber um das Ganze ein bisschen schwieriger zu gestalten, werden diese rückwärts abgespielt. Viel Spaß. Okay, ihr habt gemerkt, wir haben uns für das Spiel entschieden und das aus gutem Grund. Danke erstmal, Patric. Und jetzt, Patricia. Ich freue mich. Es ist soweit. Ich sag's ganz ehrlich, ich könnte es gar nicht. Ja. Ich habe so ältere Lieder genommen, sage ich jetzt mal. Also die sind jetzt nicht von gestern. Nee, das ist gut. Das ist weil gut. Die kenne ich schon fünfmal nicht, sondern schon so, dass ich die auch schon früher hätte. Okay. Von noch viel früher. In deiner Jugend hast du die richtig, aber da noch von und noch früher. Da waren die schon früher. Klar. Wir probieren mal daheim auch. Ihr habt im letzten Mal irgendwann, da waren es zu neue Lieder bei manchen Sachen, habt ihr gesagt, hier jetzt wirklich alte Schlager. Rückwärts. Einfach mal. Vielleicht kriegt ihr es raus. Dann gerne in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht seid ihr schneller als die Frau Kain und ich. Ich weiß es. Nein, du weißt es nicht. Kein Mensch weiß es. Warte mal. Hat irgendjemand von euch irgendeine Ahnung? Jetzt von dem, was er gehört hat gerade. Okay, warte, dann noch nicht sagen, nur ich wollte wissen, ob du einen hast, ja? Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Das stimmt. Ja. Ich will keine Schokolade von Trude her. Ja. Ich bin total begeistert. Ich finde es spitze, ehrlich gesagt. Das ist ein tolles Spiel. Jetzt weiß ich wahrscheinlich nichts mehr. Zu Hause, ich weiß nicht, wenn ihr es nicht gehört habt, geht es euch so wie mir. Ich höre da nichts, also ich höre schon was, aber. Nichts, was ich dechiffrieren könnte und sagt, was war Mowat? Ich habe gerade auch gedacht, was hieß. Nicht? Aber egal, ich übergehe es einfach. Ja, das verstehe ich, geht mir auch auf so. Diese kreischende Stimme hat sie ein bisschen verraten, finde ich. Ja, deshalb, ich habe auch gedacht, ich nehme halt mal so Sachen, wo man jetzt noch denken könnte, vielleicht von der Stimme. Ja. Jetzt, oh, beim nächsten setze ich dich ein bisschen unter Druck vorher. Da hat die Beate, die bei mir im Büro sitzt manchmal, die hat gesagt, also die hätte den Künstler zumindest erkannt. Also den Interpreten. Okay. Jetzt habe ich verraten, dass es ein Mann ist. Ja, das hört man ja aber. Naja. Weiß es. Warte. Du weißt es? Ja. Was ist denn das? Heintje Mama. Ja, das stimmt. Ja, klar. Du bist voll gut in sowas. Kannst auch rückwärts sprechen oder so. Willst du relaxen, gewissen, gell? Toll. Nee, kann ich nicht. Ja, das ist ja super. Ganz ehrlich, ich habe noch gedacht, das Spiel, das können wir streichen, Freunde, das macht überhaupt keinen Sinn. Uiuiui. Ich weiß nicht, was da steht, was es diesmal ist, was das nächste ist. Schon irgendeine Ahnung, also irgend so eine Vorstellung, dass du so denkst, ach, das könnte eine Frau sein. Nee, das ist auf jeden Fall ein Mann. Das ist ein Mann, ja. Sonst irgendeine Vorstellung, nur eine Vorstellung. Oder sagst du, ich weiß gar nicht, wirklich nicht. Es ist ein Mann mit einer sehr markanten Stimme. Ja, ja. Ja, das könnte sein. Soll ich noch weiterlaufen lassen, kurz? Ich hab so... Ja, lass noch mal kurz laufen. Ja. Die Spruch ist einfach großartig. Das ist super. Ich hätte zwei, aber... Ja, aber versuch mal irgendwas. Also einmal hätte ich gesagt, entweder ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Echt jetzt? Ja. Okay. Das ist ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett, meine Damen und Herren. Bill Ramsey. Klasse. Drei gewusst jetzt schon. Ich habe vier Stücke vorbereitet und habe gedacht, wahrscheinlich ist es nach dem ersten so, dass man denkt, Alter Jürgen, warum fragst du sowas? Kein Mensch weiß sowas. Oh. Ich bin begeistert. Ich sehe nicht, was das letzte ist. Yeah.
Katja Epstein Wunder gibt es immer wieder. Das gibt's doch überhaupt nicht. Das stimmt auch. Also, meine Damen und Herren, Patricia Kain ist auf alle Fälle die großartigste Rückwärtshörerin, die ich je erlebt habe. Das ist ein totaler Wahnsinn. Ich hab sonst nichts mehr vorbereitet. Ich hab gedacht, bis dahin dauert es 3-4 Stunden. Und du sitzt dann da und bist gefrustet und guckst mich böse an und denkst, tolle Show. Arschloch, Drecksau, was ist denn das? Entschuldigung, meine Damen und Herren, sowas sage ich normalerweise nicht. Warum bin ich hierher gekommen? Jetzt sitze ich da und hab gar nichts. Also, Respekt, meine Liebe. Prost. Prost. Ah, wow, also meine Damen und Herren, da sehen Sie es. Von Kind auf den Kindern Schlager beibringen. Für irgendwas ist es nütze. Ja, und oder? Man muss es ganz, ganz klar sagen. Meine unentdeckten Talente werden Sie hier. Und sag mal, wie kam das jetzt eigentlich dazu? Also ich habe verstanden, dass du ja schon immer Schlagerfan warst. Ja. Aber wie kam es genau zu diesem Projekt, was ihr da zusammen macht? Das heißt, ihr nennt euch Zweisamkeit. Genau. Wer ist das? Was macht ihr? Genau, also das Projekt ist entstanden tatsächlich auf der Musicalschule. Meine Kollegin Felicitas Hatzig war zu dem Zeitpunkt auch auf der Musicalschule. Und wir haben uns dort kennengelernt und haben ziemlich schnell gemerkt, dass wir irgendwie super gut harmonieren in allen Lebensbereichen, also privat auch als beste Freundin und eben auch auf der Bühne. Und deswegen haben wir gesagt, lass uns mal irgendwas zusammen machen. Und ja. Feli schreibt ganz fantastische Texte tatsächlich und ist super kreativ und kann Musik schneiden und Musik machen und Musik schreiben und ich nicht. Aber Hauptsache man ergänzt sich gut. So, ja. Und da ergänzen wir uns toll. Ja. 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 Sie kann das alles und ich nicht und dann passt es ja auch wieder. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, komm, dann machen wir mal, wir versuchen mal was. Und der Weg bis zum Schlager tatsächlich war aber dann doch ein bisschen länger. Also wir haben uns erst ein bisschen eingegroovt in anderen Bereichen. Wir waren erst beim Pop und dann waren wir noch irgendwo sind abgebogen in so ein bisschen Swing-Richtung. Okay. Und dann sind wir erst zum Schlager gekommen. Weil viele der Texter, bei denen wir waren, gesagt haben, mach doch mal Schlager. Es gab eine Texterin, die zu uns gesagt hat, ihr passt so gut zum Schlager, mach das doch mal. Ja. Und da war für uns so der Groschen gefallen. Wir haben beide gesagt, oh ja, das ist es. Weil wir uns eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, wir kamen nicht auf das Thema Schlager so richtig, obwohl wir beide auch, nämlich so die Feli hätte bestimmt das auch jetzt alles erraten können wahrscheinlich, weil die kennen sich auch gut in alten Schlagern, also hört das gerne. Ja. Und ja, da haben wir uns irgendwie so ein bisschen getroffen. Ja. Wirklich sehr, sehr cool. Also Zweisamkeit, da gibt's ein Album, oder? Ja. Und wir feiern das Leben, heißt das Album. Wir feiern das Leben, meine Damen und Herren. Klingt doch schon mal genau das Richtige, was man in dieser Corona-Zeit unbedingt mal anhören sollte. Wenn man manchmal daheim so sitzt und denkt, ach, was denn heute schon wieder? Dann einfach mal das wunderbare Album von Zweisamkeit auflegen. Ja, das ist eine gute Idee. Ist nie verkehrt. Ja, das stimmt. Auf alle Fälle. Sag mal, du hast, kommst ja vom Musical, von der Musicalschule her, haben wir gesagt. Das heißt, ich habe dich demnächst auch mal in einem Musical gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ihr sah da alle anders aus. Warst du eigentlich, oder was war das letzte Musical, was du gemacht hast? Das letzte Musical, was ich gemacht habe, war oder ist Raumschiff Sonderpreis am Rhein-Neckar Theater in Mannheim. Und das ist sehr abgespaced, ist total lustig und wir sind alle ganz verrückt und bunt und wir sind auf einem Raumschiff und ist so ein bisschen angelehnt eben an Star Trek. Und tatsächlich begeistert es auch sehr die Leute, also gerade die Star Trek-Fans, für die ist es natürlich großartig. Und für uns auch zu spielen ist es großartig. Also Markus Beisel hat es ja geschrieben und komponiert und alles und ich liebe dieses Stück. Und ich durfte es aber nur zweimal spielen bisher. Ja. Dank. Ja, deshalb, ihr hattet da halt auch wieder genau diese Situation, die wir alle dann letztes Jahr so heftig dann zum ersten Mal erlebt haben. Ich war zum Glück in der Premiere und habe es gesehen, habe schon mal gesagt, als der Markus da war, geht einfach mal hin, schaut es euch an. Ist ein großer Spaß, ab dem Moment, wo Theater wieder aufmachen, unbedingt anschauen. Ja. Ist aber auch bestimmt toll. Also ich habe das jetzt so gemerkt, weil wenn dann halt vier Leute auf der Bühne stehen, die einfach so gut singen können und dann müsst ihr dazu auch noch so viel tanzen. Das, aber da habe ich echt auch gedacht, wow, leck mich. Bist du nicht auch bei diesem Stepptanz-Nummer da dabei? Ja, das genau. Ist halt wirklich auch sowas. Genau. Jetzt auch noch steppen nebenher. Ja, tatsächlich. Also ich bin ja eher in dem Ding, dass ich sage, naja, Steppen fällt mir sogar noch ein bisschen leichter als andere Tanzsachen. Okay. Ich weiß nicht wieso, aber Steppen ist irgendwie, das hat mir schon am Anfang der Ausbildung immer gut gefallen. Ich habe auch später unterrichtet bei uns an der Schule Stepptanz. Und ja, irgendwie, also das ist,
also leichter will ich jetzt nicht sagen, aber tatsächlich macht mir das großen Spaß zu steppen. Und ich war eigentlich auch echt froh, dass ich diese Steppnummer zusammen mit meiner Kollegin da in dem Stück hatte oder habe. Sehr cool. Ja. Also unbedingt anschauen, meine Damen und Herren. Noch ein Punkt, du hast vorhin gesagt, dass du so großer ABBA-Fan bist. Ja. Und kam das jetzt daher, dass du das Musical gesehen hattest damals? Oder hattet ihr da halt Platten rumliegen? Nee, es oder kam so? Tatsächlich da auch ein bisschen von meinen, also wie, genau, meine Eltern hatten das natürlich auch und meine Großeltern, die waren auch große ABBA oder waren immer sehr ABBA geprägt und da habe ich früher schon die Videokassetten angeguckt mit dem Film über ABBA, den es damals schon gab, also diese Doku, die es über ABBA gab und da war ich so fasziniert von dieser Band und ich finde auch bis heute, es gibt also für mich keine Band, die geiler ist als ABBA. Also ich finde, dass die haben gesungen, die haben diese Musik. Ich, also sobald irgendwo ABBA läuft, da gehe ich ab wie das Zäpfchen. Ich finde das so geil. Ich liebe einfach ABBA. Und es wird auch, glaube ich, keine Band mehr nachkommen, die für mich persönlich besser ist als ABBA. Na gut, dann ist ja unser drittes Spiel, was wir heute vorbereitet haben, genau das perfekte Spiel für dich. Und damit wir wissen, um was es da geht, erklärt uns das der Patric. Danke, Jürgen. Wir kommen zum letzten Spiel des heutigen Abends. Wir werden Lieder gurgeln. Da die Patricia ABBA-Fan ist, werden es ausschließlich ABBA-Lieder sein. So, danke Patric, danke fürs Erklären. Und wir haben uns schon mal hier hingestellt, hingesetzt in unsere neue Position. Dazwischen auch einen schönen Spuckschutz, damit wir uns auf keinen Fall hier zu sehr bespucken. Und jetzt ziehe ich gleich das erste Lied und werde versuchen, diesen ABBA-Song zu gurgeln. Und zwar so, dass im besten Fall die Patricia ihn auch erkennen kann. Ich bin gespannt. Das ist überhaupt kein Wasser, hast du es auch gehört? Ah, ich weiß es. Thank you for the music. Das stimmt. Juhu. Das, ich bin froh. Ich habe gerade gedacht, jetzt müsste ich mal kurz atmen. Habe ich so gedacht. Ziehst du mal? Daheim auch gerne mitraten, ABBA-Songs. Ich hab's ganz schlecht gehört. Honey, I'm still free. Take a chance on me. Diddle-di-da-diddle-dum-diddle-di-da-dum. Wie auch immer. Richtig. Wie auch immer das Lied weitergeht, das muss ich nicht wissen. Aber das, So. Weiter geht's. Das ist manchmal gar nicht so einfach mit der Gurgelei, gell? Nee, ich finde das tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich habe Angst, dass ich ersticke irgendwann. Das muss ich auch gerade noch nachdenken. Nicht schlucken, du musst es reinlassen. Ich habe gerade überlegt, wie das Lied nochmal geht. Warte. Soll ich dir helfen? Ich kann den ganzen mal kurz ins Ohr pfeifen. Alter. The winner takes it all. The winner takes it all, okay. Wisst ihr, das ist halt, wenn man richtig gut gurgeln kann, meine Damen und Herren, dann erkennt man das halt auch sofort. Winner takes it all, genau. Ah, kenne ich. Weiß ich jetzt schon. Chiquitita. Schluck ein bisschen runter, ich verstehe es so schlecht. Warte mal. Ich bin ja auch der ABBA-Fachmann, gell? Eieiei. Warte mal, ich muss besser zuhören. Dancing Queen! Ah, natürlich!
Warum habe ich es beim ersten Mal noch nicht das gehört? Das weiß ich auch nicht. Das ist ja wirklich peinlich. Ich bin ja professionelle Gurglerin eigentlich. Ja, aber wirklich bin ich jetzt? Schon beleidigt. Ja, das ist, glaube ich, also das ist ja wirklich eine Katastrophe. Sag mal, wo wir uns hier so gegenüber sitzen, man hat so das Mikro in der Hand. Ja. Ich habe gehört, du machst jetzt Podcast mit einer anderen Person noch mit bei. Und zwar mit Melanie Haag. Ah, natürlich, ja klar. Genau, die zweite Chefin ist vom Rhein-Neckar Theater. Ja, klar. Auch, und wir sitzen uns tatsächlich genau so gegenüber. Also jede Woche Donnerstag kommt unser Podcast raus, Pamela, die zwei Blonden, die niemand kennt. Oh. Und wir reden über Gott und die Welt. Also wir zwei Sängerinnen, die jetzt meinen aus Mannheim, sie müssten reden, weil sie ja nicht singen dürfen. Also immer donnerstags kann man immer euch hören. Immer donnerstags, und genau. Wo hört man euch dann? Also jetzt, überall. Heißt, darf ich nochmal nachfragen? Ja. Das heißt Pamela, die zwei Sänger, Blondinen, die keiner ja, kennt. Ja, genau. Pamela, die zwei Blonden, die niemand kennt. Genau. Aha. Es setzt sich aus Patricia und Mella. Also Pamela. Ah, das ist ja großartig. Und wir erklären auch in dem Podcast, warum dieser Podcast so heißt. Deswegen unbedingt hören. Ja. Und kann man überall hören. Auf Spotify, Apple Podcast, dieser, alles, was es so gibt. So, also für euch auch daheim, die ihr sagt, ach, ich weiß manchmal nicht, was hören noch tagsüber. Einfach mal auf Spotify oder sowas gehen oder an so anderen Orten, wo man heutzutage Podcasts hört. Ich höre ja keinen, ich habe keine Ahnung von sowas. Und dann unbedingt mal einschalten, wenn die Patricia da talkt. Ja, wir sind auch ein bisschen lustig. Ja, talk klingt toll. Das ist so jetzt ein bisschen so... Talkt, ist klasse. Pass mal auf, Patricia, wir haben so ein kleines Problem. Ja. Ich höre aus der Regie, wir sind schon verdammt spät mit der Zeit. Ich glaube auch. Wir müssen jetzt langsam mal zum Ende. Ich würde zwar noch voll gern mit dir gurgeln. Ich auch. Also, ja, weißt du? Ich auch. Jetzt auch mal ganz ohne Flachs. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu spielen. Mir auch. Und überhaupt, ich bin ja, sehr froh, dass du heute hier bist. Ja, ich fand es ganz toll, danke. Und du hast sogar noch, meine Damen und Herren, Patricia hat sogar noch zum Abschluss noch ein Lied mitgebracht. Und jetzt muss ich Ihnen mal sagen, ich habe vergessen, was es für ein Lied ist, aber es ist total schön. Und es ist von Adele normalerweise. Richtig. Oder Adele. Ich habe früher immer Adele gesagt. Adele. Wie von der Adele. Von der Adele. Bist du auch Adele-Fan, oder? Ich finde die Adele super. Ja. Ich mach die gut. Jetzt hat die so abgenommen. Finde ich das nicht auch ein bisschen? Finde ich schade. Gell? Aber gut, so wie sie sich wohlfühlt. Ne? Also so wie sie sich wohlfühlt. Aber ich finde es ja schöner, wenn... Ja. Also ich fand es schöner vorher. Aber das ist Geschmackssache. Singst du es uns noch? Ich sing's euch noch. Dankeschön. Soll ich mich hinstellen? Gern. Gern. Patrick, drückst du auf den Knopf? All I Ask von Adele. I will leave my heart at the door. I won't say a word. They've all been said before, you know. So why don't we just play pretend like we're not scared of what is coming next, or scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow. Is if this is my last night with you, hold me like I'm more than just a friend, give me a memory I can use, take me by the hand. These hands. So what if I never love again? I don't need your honesty. It's already in your eyes. I'm sure my eyes, they speak for me. So no one knows me like you do. And since you're the only one that matters, tell me, who do I run to? Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow.
me by the hand while we do what lovers do. It matters how this ends. So what if I never love again? Could this be a lesson in love? Could this be the way we remember? Forgiveness. All I ask is if this is my last night with you, hold me like I'm more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by hands. So what if I never love again? Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, Patricia. Dankeschön, danke euch. Vielen Dank, Ludwig. Vielen Dank, Patrick. Vielen Dank, Amad. Danke, dass ihr die Technik gemacht habt. Patricia, danke, dass du hier warst. Dankeschön. Ciao. 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 I'm gonna go to the bathroom.